Guten Tag, liebe Mitschweizer und vielleicht auch Deutsche oder Österreicher. Wir haben ja in der Schweiz die Sozialhilfe und in Österreich haben wir sicher etwas Ähnliches oder auch eine Sozialhilfe und in Deutschland haben wir Hartz IV. In meiner Region oder in meinem Dorf oder in meiner Kleinstadt gab es letztens eine Statistik, dass jeder Arbeitende für die Sozialhilfe aller Sozialhilfebezüger dieser Kleinstadt gut, sagen wir, ich weiß es nicht mehr genau, schätzungsweise etwa 250 Franken im Jahr bezahlt. Also jeder Arbeiter in meiner Kleinstadt bezahlt 250 Franken für, sagen wir, grob für 500 oder 300 oder so Sozialhilfebezüger in einer Kleinstadt. Jetzt könnte man sich da sehr drüber aufregen. Nicht jeder macht das. Viele sind noch solidarisch und verstehen, warum sie es tun. Und viele regen sich darüber auf und lassen ihre Wut auch zu Wort kommen. Aber jetzt könnten wir doch mal ein Gedankenexperiment machen. Was wäre, wenn du 20 Jahre arbeitest und somit 20 mal 250 Franken im Jahr einzahlst? Das wären 5000 Franken für gut 500 oder 300 Sozialhilfebezüger. 5000 Franken ist nicht wenig, aber für 20 Jahre sollte doch das gehen. Jetzt überlegen wir uns mal. So als Investition, eine Art Investition in die Gesellschaft, in die Solidargesellschaft. Überlegen wir uns mal, du tust dies 20 Jahre lang und regst dich darüber auf und findest, ach, diese faulen Säcke sollten und tun und machen und lassen und was auch immer. Aber stellen wir uns mal vor, was wäre, wenn nach 20 Jahren ein solcher Sozialhilfebezüger, ein Hartz-IV-Bezüger, so ein Abschaum, deinem Kind das Leben rettet. Wäre es dir 5000 Franken wert? Auch wenn alle anderen 499 oder 299 Sozialhilfebezüger nur Mist bauen mit dem Geld, das du bezahlt hast, wenn das so wäre. Wenn einer davon nach 20 Jahren deinem Kind das Leben rettet, wäre es dir 5000 Franken wert? Ich denke, man sollte sich das mal überlegen. Und da sind noch gar nicht alle anderen Sachen inbegriffen. Vielleicht hast du auch 50 von diesen 300 oder 500 Sozialhilfebezügern, Hartz-IV-Bezügern davon abgehalten, eine Straftat zu begehen. Und so weiter und so fort. Denkt mal darüber nach. Oder auch nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.